Ja, hier habe ich ein Buch, das 2004 aufgelegt wurde. Ich blättere gern darin, weil es einfach sehr viele Inspirationen hat. Es geht einem um den Lebenslauf und meine Motive, was warum entstanden ist. Und hier sind einfach sehr schöne Erinnerungen und Dinge, Höhepunkte, Highlights, die mich begleitet haben während meines Berufes oder während meiner Laufbahn als Unternehmer, als Stylist, als Berater, als Coach. Ich war schon immer neugierig und ja, wenn ich irgendwas zu lange mache, wird es mir langweilig. Also da muss irgendwas Neues passieren. Ein Schwerpunkt bei dem Führungsthema ist, wie ticken die Menschen und wie erfasse ich sie. Also bei der Generation of Digital Natives, wie man es auch immer nennt, die ticken ja anders. Denen geht es darum, mehr Freizeit, was aber nicht heißt, dass die faul sind, aber die haben einfach andere Werte. Die möchten keine Silberrücken-Mentalität, kein Aufpasser, keiner, der mal einen Schrei loslässt, sondern die wollen einfach auf Augenhöhe mitdiskutieren, mitreden, mitentscheiden, wenigstens gefragt werden. Wenn du da nicht umschaltest in deinem Führungsverhalten oder die Führungskräfte nicht die Ressourcen haben, um das zu erkennen und mit denen arbeiten zu können, dann kriegt das Unternehmen Probleme, dass einfach wertvolle Ressourcen verloren gehen, weil die Leute abhauen. Parallel bin ich unter meiner E-Mail immer zu finden. Dieter@dieterkeller-coaching.com